Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kennst du das auch? Du trainierst, du hast dir Ziele gesetzt und dann beginnt die erste Trainingsphase und nach einer bestimmten Zeit überlegst du dir, ist mein Training eigentlich erfolgreich? Was wollte ich denn eigentlich? Komme ich eigentlich mit dieser Art und Weise zu trainieren auch wirklich zu meinem Trainingsziel? Was habe ich denn eigentlich die letzten 3 Monate gemacht? Also oft ist es so, dass man im Tun und Machen und ja, manchmal auch vor ein bisschen Übermotivation und Euphorie so ein bisschen die Ziele aus dem Blickwinkel verliert. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video, um dir 3 Tipps zu geben, wie du deine Ziele im Blick behältst. Ja, und zwar kontinuierlich über eine Trainingsphase von Anfang bis zum Ende hinweg. Nicht wundern, ich habe jetzt hier unten mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich auch meine Ziele für dieses Video nicht aus dem Blick verliere. Also passt das alles gut zum Thema. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal nach unten schaue. Ich habe mich vorbereitet für dieses Video. Und jetzt kommt der erste Punkt. Also, du schreibst deine Ziele am besten auf. Ja, es ist nachgewiesen, dass du durch das Aufschreiben zusätzlich lernst und sich auch dieses Ziel wirklich mehr verinnerlicht bei dir, ja? Du visualisierst es, du verbindest das noch zusätzlich mit einer Handlung, mit diesem Aufschreiben und so wird deine Zielsetzung wirklich klar und dadurch, dass du es aufschreibst, auch tatsächlich reell, ja? Du erschaffst etwas, du bringst es aufs Papier und das kannst du dir auch immer wieder nochmal vor die Augen holen, ja? Und das immer wieder sehen. Und so holst du es dir jeden Tag immer wieder sozusagen in dein Leben und behältst es im wahrsten Sinne des Wortes im Blick. Ja, ich rate dir dafür, dass den Zettel, ja, also sozusagen deine Mindmap für das Training, für deine Ziele, entweder auf deinen Schreibtisch zu legen oder zu kleben, ja, auf Monitor, also rechts oder links, neben dem Monitor so. Oder auf dem Kühlschrank ist auch eine super Sache. Ne? So hast du es immer wieder bei deinen alltäglichen Bewegungen in deiner Wohnung immer wieder vor Augen und wirst wirklich visuell an deine Ziele erinnert. Ja? So kann man es eigentlich nicht vergessen. Okay, der zweite Punkt ist Beobachtung des Trainingszustandes. Ja? Das bezieht sich jetzt auf die Zeit während der Trainingsphase, ja, also angenommen, du hast es losgelegt, du hast deine Ziele festgesetzt, du hast dir deine Mindmap an den Kühlschrank geklebt, ja, und jetzt trainierst du, sagen wir schon 4 Wochen und zwischendurch beobachtest du dein Training, ja, das heißt, du gibst dir selber immer wieder ein Feedback und schaust dir das vergangene Training an und schaust insgesamt, wo du dich gerade in deinem Training befindest, ja, und ob du bestimmte Ziele schon erreicht hast, also bestimmte kleine Teilziele und ob du immer noch auf dem richtigen Weg bist, ja, das heißt, du überprüfst im Prinzip deinen Weg, du überprüfst deinen Erfolg und überprüfst damit auch wirklich, ja, deine Art zu trainieren und ob das alles so richtig ist, ja. Was dir dabei hilft, jetzt in dieser Phase der Trainingsbeobachtung, ist, dass du auch, ja, ich sage jetzt mal Zahlen, also wirklich schwarz auf weiß dir Zahlen aufschreibst, ja, am Anfang zum Beispiel dein Gewicht notierst und dann 4 Wochen später wieder dein Gewicht notierst oder du nimmst bestimmte Messungen vor, ne, wie zum Beispiel Herzfrequenzmessung oder du machst eine Bioimpedanzanalyse, um zum Beispiel deine Körperzusammensetzung zu bemessen. Und anhand von diesen Werten wirst du in der Lage sein, die Werte zu vergleichen. Ja? Und damit auch dein Training ja, zu beurteilen, um darüber wieder besser zu reflektieren und das dann auch zu verbessern. Ja? Also auch so behältst du deine Ziele klar im Kopf, weil du überlegst dir natürlich immer wieder, wenn du dir die Werte anguckst, hey, entspricht das eigentlich noch meinen Zielen? Also zum Beispiel, wenn ich abnehmen möchte, wenn sich mein Gewicht oder mein Fettanteil dahingehend entwickelt, dass er geringer wird mit dem Training, dann ist es ja irgendwie schon ganz richtig und entspricht meinem Ziel, nämlich, dass ich abnehmen möchte. Ja, und dann passt das Ganze auch zusammen. Angenommen, dein Fettanteil würde während der ersten 4 Wochen wachsen und dein Ziel war es aber eigentlich abzunehmen, ja, dann
ist es gut, dass du das jetzt zu diesem Zeitpunkt überprüfst, denn dann läuft definitiv irgendwas falsch. Ne? Dann müsst du nochmal deine Ziele überprüfen, beziehungsweise deine Art und Weise, zu den Zielen hinzukommen. Okay, der letzte und der dritte Punkt, den ich mit reingenommen habe, bezieht sich auf den zweiten Punkt, und zwar sozusagen das Feedback daraus ziehen, also aus diesen verschiedenen Werten und aus dem Vergleichen zu überlegen, passt das noch zu meinem Ziel? Und wenn ja, wie kann ich es vielleicht noch verbessern, optimieren? Und wenn es halt eben nicht passt, wie kann ich es verändern, damit es passt? Ne? Und durch diese klare Auseinandersetzung mit diesen Punkten und mit deinem Training behältst du deine Trainingsziele im Blick, ja, dadurch, dass du dir erstmal die Sachen aufschreibst, ja, zum Beispiel, ich möchte 2 Kilo in 4 Wochen abnehmen, dann ist es immer visualisiert vor deinem Auge, ganz klar, ne, dann beobachtest du das Ganze, also hast sozusagen immer so einen Blick von oben auf dein Training und schaffst dir auch einige Werte, um es wirklich schwarz auf weiß zu sehen, wie die Entwicklung im Training ist. Und dann ziehst du aus diesen Werten und aus dieser ja, Gesamtmessung des Trainings, ne, aus dieser ganzen Beobachtung, ziehst du dann ein Resümee sozusagen und beurteilst dein Training und sagst, okay, ist das jetzt, entspricht das jetzt alles meinen Zielen, ja oder nein? Und durch diese Auseinandersetzung beschäftigst du dich ja die ganze Zeit mit deinen Zielen, ja, weil du in der Beobachtungsphase, in deinem Training selbst immer wieder alles auf deine Ziele ausrichtest, ja, das ist sozusagen der, ja, das ist so die Skala, an der du das alles misst, ne, und dadurch passiert das ganz automatisch, dass man die Ziele immer wieder im Blick behält, ja, sie nicht aus den Augen verliert und auch immer wieder in der Lage ist, die dementsprechend anzupassen und sie damit auch immer wirklich ganz klar vor dem inneren Auge zu haben. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, ja, dass man anfängt zu trainieren und dann während des Trainings wirklich das Ziel ganz klar vor Augen hat und sich dessen immer wieder bewusst ist. Ihr Lieben, ich hoffe, es hilft dir, ja, auch deine Ziele ganz klar vor Augen zu haben. Wenn es so ist, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du eine Frage hast oder vielleicht noch eine andere Möglichkeit siehst, um diese Ziele nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren, dann ab damit in die Kommentare. Hier oben kannst du noch weiteres Video sehen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem Training. Tschüss, deine Anna.